3. 3 ist eine Kardinalzahl. 3 ist eine Primzahl. 3 ist auch auf spirituellem Gebiet eine wichtige Zahl. Es gibt die 3 heiligen Könige. Es gibt die Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es gibt die Dreiheit im Hinduismus, Brahma, Vishnu, Shiva oder auch Durga, Lakshmi, Saraswati. Es gibt die 3 Körper, es gibt die 3 Welten, physische Welt, Astralwelt, Kausalwelt. Man kann sagen, 1 ist die Zahl der Einheit, 2 ist die Zahl der Dualität, 3 ist in der dualistischen Welt, in der manifesten Welt, die 3 Grundprinzipien. Aus diesen 3 Grundprinzipien ist die Welt gemacht, zum Beispiel auch die 3 Gunas, Sattva, Rajas und Tamas, oder im Ayurveda die 3 Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und aus diesen 3 kommt man wieder zurück zur Einheit. Die Einheit führt zur Zweiheit, in der Zweiheit gibt es die Dreiheit, und wenn man die Dreiheit berücksichtigt, kommt man zurück zur Einheit.